Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir zeigen Ihnen heute, wie Sie Windows 8 auch ohne die Metro-Oberfläche nutzen können. Dazu installieren wir eine extra Software, um diesen Metro-Screen, den Sie jetzt hier schon sehen, überspringen zu können. Wir gehen zuerst auf den Desktop und starten die Anwendung. Wir haben uns für Start 8 entschieden. Das ist ein derzeit sehr gutes Tool, um das Startmenü wiederherzustellen. Ist 30 Tage lang kostenlos und danach müssten Sie $5 bezahlen, um die Version weiterhin nutzen zu können. Dies ist allerdings wirklich sehr günstig. Wir schauen uns das Ganze jetzt hier mal an, führen das als Administrator aus und geben die Berechtigung für das Programm weiter, installieren das ganz einfach und beenden das. Jetzt wählen wir den Versuch und zwar tun wir das 30 Tage lang testen. So, jetzt sehen Sie schon hier unten, wir haben jetzt hier einen Startbutton gekriegt. Und was auch sehr angenehm ist, diese ganzen Windows-Features, wie zum Beispiel, wenn man hier unten links in die Ecke fährt, den Startscreen aufzublenden, wurden auch abgestellt. Wir können jetzt hier noch verschiedene Themen wählen. Wir haben jetzt hier also dieses Windows 8-Menü. Können uns hier noch für andere Farben entscheiden, beziehungsweise können auch noch zeigen, welche Shortcuts wirklich angezeigt werden. Die Sprache ist zwar teilweise noch auf Englisch, zum Großteil wird aber schon Deutsch unterstützt und es sollte für Sie natürlich auch kein Problem sein, hier mit den teils englischen, teils deutschen Begriffen klarzukommen. Unserer Meinung nach funktioniert das sehr gut und die Software ist derzeit schon relativ weit entwickelt. Wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal an. Wir gehen nochmal zum, wenn Sie jetzt die Windows-Taste drücken, kommen Sie normalerweise zum Metro-Screen. Jetzt öffnet sich hier dieses Menü und Sie haben jetzt hier Ihre Dokumente. Kommen also sofort in die Bibliothek und genauso können Sie zum Beispiel die Systemsteuerung öffnen, wie Sie es ganz klassisch aus Windows 7 kennen. Unter alle Programme finden Sie natürlich auch alle Tools, die bereits installiert sind und können diese dann entsprechend ausführen. Die Software ist unserer Meinung nach derzeit die am weitesten fortgeschrittene Software und funktioniert sehr gut und deshalb wollten wir Ihnen hier kurz zeigen, wie Sie Windows 8 ohne Metro nutzen können und damit effizient nach Ihrem alten Arbeitsmuster auch weiterhin arbeiten können, ohne Probleme zu haben und ohne sich jetzt erst umgewöhnen zu müssen. Alle Tools finden Sie wie gewöhnlich im Startmenü, ist alles wie unter Windows 7. Teilweise sollen zwar noch Bugs auftreten mit der Sprache, aber insgesamt funktioniert das alles wunderbar und Sie haben ein super Einstellungsmenü, können hier alle Einstellungen wählen. Können sich da alles angucken, was Sie wählen möchten und müssen also nicht mehr über die Metro-Oberfläche starten, sondern können auch direkt zum Desktop springen, wenn Sie sich anmelden. All dies ist jetzt möglich. Sie können auch sagen, der Power-Button soll das Abmelden primär zeigen. Jetzt steht hier primär Abmelden zum Beispiel. All dies ist möglich mit Start 8 und wie gesagt, 30 Tage lang können Sie das kostenlos testen, das Programm. Und danach müssen Sie $5 bezahlen, um dies auch weiterhin nutzen zu können. Wir hoffen, Sie haben einen ersten Eindruck gewonnen, wie Sie Windows 8 jetzt auch ohne Metro nutzen können und im Prinzip zu einem vollwertigen Windows 7 umwandeln können. Allerdings haben Sie natürlich trotzdem die Leistung von Windows 8. Das System startet genauso schnell, nur haben Sie jetzt auch wieder das Startmenü zurückgewonnen und damit das Gefühl, wieder mit einem Windows 7 arbeiten zu können. Thank you.